Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Deponia und es ist jetzt Teil 2 Chaos auf Deponia. Und ich weiß, dieses Spiel macht seinem Namen definitiv alle Ehre und das werden wir definitiv heute und na, die nächsten 2 Dienstage, vielleicht auch 3 oder 4 auch noch erleben. Gute Pippin, was geht? Ich fange einfach hier mal neu an. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja, nicht das fortsetzen, das ist nämlich schon fertig. Wir nehmen das da. Oh, Oso. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen. Weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Genau, nicht vorsagen. Hallo Koli, einen wunderschönen guten Abend. Ja, der Pirat Boso, Tutorial, Schmutorial. Sollen wir das jetzt echt alles wieder durchkauen? Das ist Boso, der alte Pirat. Ich bin kein Pirat, sondern ein einfacher Schrotthändler. Ach ja? Das höre ich zum ersten Mal. Das kommt daher, dass du mir nie zuhörst. Zum Beispiel hatte ich dir auch gesagt, dass du mich ansprechen solltest und nicht ansehen. Ach, und? Ja. Lass mir doch von einem dreckigen Piraten nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Genau. Was soll das denn? Na gut, ich will es nicht zu lange. Mit Boso. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Genau. Und ich kann mir durch... Ja, das sieht schon aus wie ein Ping-Pong-Ball, der gezinkt wurde. Ja, eindeutig. Ich würde das... den Leuten von Deadly League auch zutrauen. Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ich finde es ja schon spannend bei diesem Spiel, dass dieses Tutorial so dermaßen ja, aufwendig gemacht ist und lange dauert, dass, nur um Manu, zwei Maustasten unten in den Inventar zu erklären. Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Hey. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Liebe zum Detail, ja. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du weißt doch noch, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ja, aber du fällst mir immer ins Wort, du blöder Pirat. Ich kann das doch einfach kombinieren, ich muss mir das gar nicht mehr ansehen. Haha. Sieh her, Boso, ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Ja, ist überhaupt kein Problem. Gebe Ersatzteil an Boso. Sieh her, Boso. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich. Ich weiß, meine Bast... Ja, kennen wir schon. Okay, dann Schrottpresse. Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst.
Knopf. Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Den Abgrund runter. Na gut. Es passt. Als Tada. Nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. So wie dieser Knopfmoment. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... Batz. Ja, klar. So warm fand ich die jetzt gar nicht. Ja, klar. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Gol, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Golds Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon. Mein Führer. Und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Golds Gehirnimplantat. Und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Sprengung unserer Welt. Sprengung! Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Gol die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie... unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein. Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Ja? Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Oh, ach so. Eben. Ach das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Dum da dum da dum da dum. Dum da dum da dum da dum. Rückblende. Poki. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich rollen, hier nochmal von vorn? Und sah noch einmal von vorn. Deponia. Episode für Episode Sinnlosigkeit. Und ganz viele Leute, die mitgeholfen haben. Müll. Und Müll. Müll.
Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot, aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. So ein süßes Vögelchen. Scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Ach, Öhmchen, sei doch nicht so. Ich kann mit denen reden. Ich könnte auch mal so gucken, was es jetzt hier so gibt. Spielknopf, noch ein Knopf. Ganz viele Knöpfe. Da ist Rufus natürlich begeistert. Eine komische Pilzfarm. Vögelchen. Werkzeugkasten. Ein Stromumkehrer. Ein Hammer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Ich hoffe, dein junger Freund kommt meinem Opfipieps nicht so nahe. Das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfipieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Ich kann mein Tier nur Opfipieps nennen. Na gut, komm. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Ups. Er macht was komische Geräusche. Oh. Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfipieps nichts antut? 100%. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Ich würde jetzt dieses Vögelchen, dieses arme Opfipiepsi da ja sehr gerne rausziehen, aber... Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Genau. Weiß nicht, ob das jetzt so die Idee ist, mit denen zu reden. Könnt ihr die Tür wieder zumachen so lange? Nee, ne? Kann ich nicht. Also Spülung benutzen darf ich nicht. Kasten. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Sicherung. Ne Sichi. Autsch. Ach ja, den haben wir. Den brauchen wir natürlich immer noch. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wo wir gerade beim Thema sind, dazu gelernt. Ist da irgendwas, was hilft? Ach, ich kann mal mit der Tischdecke hier den Hammer rausholen, oder? Sprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht.
Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Okay, das klappt so nicht. Ach so, Feuer. Ich wollte doch eigentlich nicht ans Feuer, sondern an den Hammer. Hammer-Sache. Ach, ich habe ja einen Stromumkehrer. Hauen wir doch den Stromumkehrer hier rein. Was soll's? Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Stromumkehrer-Witz. Dann ziehen wir nochmal an der Kette. Dann kommt auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus ja. Wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Nein, macht er nicht. Der arme, süße, kleine Opfi-Pieps. Das ist ein Butziger, guck mal, der kann jetzt hier in die, hier unten in die Spüle. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Da ist er doch wieder. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Armes kleines Bibi. So. Man kann leider armes Opfi-Pieps. Na, er kann in die Spüle greifen. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfi-Pieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. Ey, Knopf. Dieses Gerät da unten. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Upsa. Ich habe jetzt immer noch nicht den Hammer. Ich habe im Grunde genommen eigentlich gar nichts mehr. Ich kann nur mit den zwei reden und auf den Knopf drücken. Drück auf den Knopf. Wir wissen doch alle, dass wir das wollen. Ist alles gut. Ja, sichi. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Nein. Nicht. Versprochen. Tja. Da muss ich wohl das Handtuch werfen. Das ist ein blöder Kommentar. Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. So, jetzt habe ich ein nasses Tischtuch, komme ich jetzt an den Hammer. Na, holla. Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Oso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Was riecht hier eigentlich so seltsam?